Leute, und willkommen zu Winterkokoland Woche Nummer 4. Wir haben heute den 21. Montag und wir haben fast Weihnachten, aber noch nicht ganz. Und ich habe mir auch noch so ein kleines Geschenk gemacht. Und zwar bin ich gerade in Köln mit Tara oder beziehungsweise bei Tara eigentlich. Und wir sitzen jetzt gerade im Auto, weil wir jetzt noch zu ihr fahren und müssen jetzt nämlich oder wollen gleich noch ein Video drehen. Also seid da ganz, ganz gespannt drauf. Und danach geht's in Sausalitos. Und zwar Essen. Richtig geil Essen. Und ich glaube, ich habe euch jetzt schon so oft davon erzählt. Aber ich freue mich so tierisch. Und ja, so auf jeden Fall erstmal der Plan. Wir drehen jetzt gerade ein Video. Und ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich habe Tara die Haare abgeschnitten. Oh oh. Guckt euch das hier oben mal an. Scheiße. Freust du dich darüber? Total. Ja, also, goodbye, ne? Goodbye, long hair. Schade, Schokolade, würde ich da mal sagen. Was mit dir? So, wir sind jetzt mitten in Köln auf dem Weihnachtsmarkt, wie ihr hier sehen könnt. Und wir gehen jetzt in Sausalitos. Yeah! Wir freuen uns. Ja, Julia auch. Wir freuen uns jetzt. Und wir müssen jetzt noch ein Stück laufen. Aber, oh mein Gott, ich zeige euch auf jeden Fall gleich das Essen. Ich freue mich da so tierisch drauf. Das ist direkt hier. Ist direkt hier. Ach ja, hier ist es ja. Da ist es schon. Und ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr zusammenreißen und muss deswegen jetzt euch ganz schnell gleich das Essen zeigen. So, das ist auf jeden Fall der Salat. Ich habe euch schon davon erzählt. Und oh, der ist so geil. Die anderen haben noch kein Essen bekommen, aber ich gönne mir das erstmal. Ich bin hier mit den Mädels. Hallo. Und wir essen jetzt erstmal ein bisschen zusammen. Also wir sind im Sausalitos, wie gerade schon erzählt. Und ja, jetzt lasse ich es mir erstmal mit meinem Ensalada gut gehen. Good morning in the morning. Ah, heute ist Tag Nummer 22 und nur noch 2 Tage bis Weihnachten. Und heute sind wir in Düsseldorf im Motel One gerade. Wir beide so. Weil es nämlich jetzt gleich zu einem Shooting geht. Und ich liege bisher aber noch im Bett und das war so chillig, weil ich einfach ungeschminkt dahin gehen kann. Das ist so chillig irgendwie. Und ja, das wollte ich euch nur erstmal berichten so für heute. Ich nehme euch dann auf jeden Fall noch den Tag mit und ich sehe die Kimi später wieder. Das ist so lustig, diese Woche ist so komplette Kimi- und Tara-Woche. Und das freut mich mega, weil die beiden einfach so weit weg wohnen und ich die immer so selten sehe. Aber wir haben Sonntag was gemacht, wir haben gestern was gemacht, wir machen heute was, wir machen morgen was. Also ja. Kukita Overload, würde ich mal ganz stark sagen. Und deshalb freue ich mich auch schon darauf, dass ich sie halt dann gleich wiedersehe, denn es gibt bestimmt wieder einiges zu reden und einiges zu erzählen. Und ja, das auf jeden Fall erstmal zum Tag und wir starten jetzt mit dem neuen Tag. Ich befinde mich jetzt gerade noch so im Stylingraum und wie ihr seht, bin ich nicht gestylt bisher. Aber die Kim sieht schon ganz schön aus, die ist nämlich bei mir. Sie kann sich jetzt gerade kaum bewegen, aber ich werde jetzt gleich fertig gemacht und würde deshalb sagen, wir switchen jetzt direkt mal zur nächsten Szene um, wie ich dann jetzt auch ein bisschen besser aussehe. So, nächste Szene, ich bin jetzt so gut wie fertig geschminkt. Meine Haare sind so nach hinten gemacht und das ist das Make-up. Ich finde das echt schön, es ist ziemlich schlicht, aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und das ist ja der Sinn, dass man auch mal so ein bisschen anders aussieht. Und hier liegen noch alle Produkte ganz doll zerstreut und jetzt geht es nämlich gleich an das Shooting und ich bin richtig gespannt, wie das wird und ja, würde dann sagen, ihr seid weiterhin dabei. Wir haben jetzt Prinzessin Leia. Leia? Ich habe die Star Wars Filme nie gesehen, aber was sagt ihr? Sieht schon geil aus, oder? Oh, werde ich müde. Heute ist erstmal Tag Nummer 23 und ich sitze jetzt hier gerade beim Frühstück und habe mir, wie irgendwie immer, ich kann es einfach nicht ändern, ein ganz normales Brötchen geholt mit, ja, ihr seht ja, was da so drauf ist. Und Flo ist noch besser dran. Aber wir sind einfach so müde von gestern irgendwie, weil der Tag so voller Eindrücke war und alles. Aber der neue Tag startet jetzt. Yeah. Schaut euch mal den Hund von Kim an. Ja. Hey, ja, schau schnell. Zeig dich in der Kamera, ja. Zeig dein Bestes, hä? Oh Gott, das ist ein Baby. Was ist das nochmal für eine Rasse, Kim? Ein Kleinspitz. Du bist ein Kleinspitz. Wie? Du bist ein Kleinspitz. Ist der nicht so süß? Der sieht einfach aus wie ein kleiner Teddy. Guck mal da. Oh, der ist so süß.
Ich war jetzt gerade mit Tara und mit Kim noch bei Hans im Glück und Tara hat mir diesen Lippenstift hier noch empfohlen und ich habe den mal von ihr aufgetragen. Wie haltet ihr den? Der sieht jetzt ein bisschen orange aus, aber er ist eigentlich dunkelbraun. Das ist der von NYX. Jetzt habe ich die Farbe vergessen, aber vielleicht hole ich mir den auch, aber nur wenn ihr sagt, ob der okay ist oder nicht. Und wir haben uns jetzt gerade verabschiedet und jetzt geht es nämlich schon wieder nach Hause. Das heißt wieder 3,5 Stunden fahren. Ich habe überhaupt keinen Bock. Aber ich bearbeite jetzt gleich erstmal das Video von mir und Tara. Das kommt nämlich am Freitag wahrscheinlich online. Und dann mache ich das jetzt während der Fahrt. Von daher habe ich ein bisschen was zu tun. Aber werde dann heute, glaube ich, erstmal nicht mehr vloggen, weil wir beide erstmal Auto fahren müssen. Ne? 3,5 Stunden. 3,5 Stunden. Hast du Lust? Nein. Habe ich Lust? Nein. Nein. Wir haben endlich den 24., also Weihnachten. Und wo befinde ich mich? Ja, weil meine Mama noch Geschenke einkaufen muss. Ich habe es geschafft, alles fertig zu machen, aber darf jetzt noch hinter meiner Mama hertrotten und alle Geschenke holen. Toll. Schaut mal, ich komme gerade nach Hause und eigentlich warte ich noch auf ein Weihnachtsgeschenk, was nicht für mich ist, aber ich habe hier ein anderes bekommen. Und zwar voll süß. Benefit hat mir nochmal so ein Weihnachtsgeschenk gemacht und mir nochmal 2 von den Boxen zugeschickt. Ich habe es gerade schon meiner Mutter gezeigt, dass ich hier ja schon eine habe. Hier. Und jetzt habe ich nochmal 2 zugeschickt bekommen. Und das freut mich voll, weil die sind echt cool. Also einmal eine kleine und einmal eine ganz große, diese hier. Und da an dieser Stelle auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank an Benefit. Die lassen sich echt immer so tolle Sachen einfallen und schaffen es irgendwie jedes Mal, einen voll glücklich zu machen. Ja, und das freut mich. Und übrigens, meine Mama und ich gehen immer Heiligmorgen, kann man das so sagen, zum Friseur. Und ich habe mir meine Haare einfach ganz glatt machen lassen und dann hier so, eigentlich wie immer, aber ist halt vom Friseur. Ja, und jetzt geht's nämlich gleich in die Kirche. Wir gehen nämlich immer Heiligabend um 15 Uhr in die Kirche. Und da werde ich logischerweise nicht filmen. Aber ich bin gespannt, was es heute zu Weihnachten zu Geschenken gibt. Heute ist der 26. und es geht jetzt weiter zur Familienfeier. Und Leute, können wir mal bitte eben darüber reden, wie doll ich das hier gerade liebe zurzeit. Und ja, ich habe mir einfach hier von meiner Weihnachtsfrisur immer noch tatsächlich, ja, habe ich mir jetzt einfach einen Zopf gemacht. Und Flo und ich sollten etwas mitbringen zum Familienessen, ist das so. Und wir haben heute das erste Mal einen Salat gemacht, den wir beide weder im Leben schon mal gegessen haben, noch selber gemacht haben. Und wir hoffen einfach, dass der lecker ist. Das ist nämlich dieser hier und das sind einfach so Nudeln und Parmesan und Rucola-Salat, getrocknete Tomaten, Schafskäse und Mozzarella. Und wir sind richtig gespannt, weil wir den zwar selber probiert haben, aber ich jedes Mal das Gefühl habe, wenn ich ihn probiere und andere, dann sagen halt andere immer noch, oh, der muss gewürzt werden. Ja, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das gut so ist. Aber ich glaube, wir haben ihn ganz gut hinbekommen, oder? Ja. Meine Kreation ist natürlich. Deine Kreation? Ja, sicher. Ach so, wir haben den nicht. Ich habe einfach nur vom Kumpel bekommen und ja, ich habe das Beste daraus gemacht. Er, alleine. 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 Nicht. Ja, aber wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Familienfeier und hoffen einfach mal, dass dieser Salat schmeckt. Falls nicht, gibt es aber noch ganz viele andere Sachen dort. Von daher ist das jetzt nicht das größte Problem. So, wir haben immer noch den 26. und Flo und ich sind gerade richtig hart am Arbeiten. So Team Black und sowas alles. Nee, eigentlich irgendwie gar nicht. Also Flo ist am Schnüstern. Und ich bin jetzt gerade auf der Kalenderseite und zwar der Silence-Kalender von Claudio Di Lucia. Lucia. Wo Tara und ganz viele andere YouTube-Mädels geshootet haben dafür. Und ich möchte meine Tara ja unterstützen und alle anderen und möchte diesen Kalender auch in meinem Zimmer hängen haben. Und deswegen kaufe ich den jetzt mal. Der ganze kostet nämlich auch nur 20 Euro und das Coole an der ganzen Sache ist, dass da keine Monate eingetragen sind, was so viel bedeutet, wie dass dieser Kalender hier immer gilt. Und ich unterstütze jetzt natürlich meine Tara, obwohl ich auch jeden anderen, guck mal, Barbie Loves Lipstick ist hier, die Fashion, Nilo, Nihan, so viele, aber ich möchte meine Terry unterstützen und wir haben sie hier. Tam Tam Beauty. So. Und jetzt muss ich hier noch meine ganzen Gewinnsachen eintragen, damit ich vielleicht die Chance darauf habe, dass ich mit Tara auf die Vernissage kann. Ja, wäre auf jeden Fall lustig irgendwie. Aber es geht mir in erster Linie darum, dass ich meine ganzen YouTube-Mädels in meinem Zimmer hängen habe. Und ich habe jetzt hier nochmal ein Bild von Terry und mir hochgeladen, damit ich auch gewinne. Nein, Spaß. Und das Ganze bestelle ich jetzt. Yay!
Wir haben die Bestellung versendet und jetzt steht hier, vielen Dank, Ihre Bestellung ist eingegangen. Ich bekomme den Kalender. Die Auslieferung des Kalenders findet nach dem 18. Januar statt. Vielleicht bekomme ich den jetzt zum Geburtstag. Das wäre doch auch mal cool, oder? Naja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass ich den Kalender gekauft habe und somit meine Terry unterstützen kann. Solltet ihr übrigens auch alle tun. Ich muss euch das mal eben schnell zeigen. Meine Mama hat gerade zum, wie sie sagt, dritten Weihnachtsfeiertag Königspasteten gemacht. Das sind diese Dinger hier. Das ist, glaube ich, Blätterteig. Und da ist da so Raguffant drin. Und Flo hasst dieses Gericht und kommt deshalb heute auch später zu mir, weil er das einfach so eklig findet. Aber ich liebe das so sehr. Es ist so lecker. Außerdem bin ich heute richtig produktiv und beantworte gerade meine Fanpost, oder Zuschauerpost nenne ich es ja immer, und habe ich euch den eigentlich schon mal gezeigt? Das ist so krass. Das sind drei so liebe Abonnentinnen von mir, die mir einfach einen so mega langen Brief geschrieben haben. Und das ist einfach so, 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 so schön. Oh, ich liebe sie. Ja, und ansonsten war es das auf jeden Fall für heute. Schaut mich an. So filme ich meine Videos. Das ist so peinlich, ich sehe so schlimm aus. Aber heute war, wie gesagt, ein ganz chilliger Tag. Und ich bin jetzt eigentlich nur noch am Zuschauerpost antworten, zu Ende schreiben, kann man das so sagen. Und bewundere nochmal meine ganzen Geschenke. Unter anderem habe ich nämlich diese schicken Schuhe von Flo bekommen. Aber dazu gibt es nochmal ein gesondertes Video. Und ich würde jetzt erstmal sagen, es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, den ganzen Monat für euch zu vloggen. Und mich würde halt mal interessieren, ob euch es genauso viel Spaß gemacht hat, dass ich ja vom 1. bis zum 24. komplett für euch gevloggt habe. Und ob ihr euch das mal wieder wünscht oder ob ich überhaupt meine Follow My Weekends wieder jedes Wochenende machen soll. Ja, das könnt ihr mir ja alles mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, findet ihr halt hier noch meine letzten zwei Videos. Und natürlich auch meine Social Media Kanäle, falls ihr mir da noch nicht folgt. Und ich beende jetzt offiziell meine Winter-Kokoland-Serie und würde sagen, ich habe euch alle ganz doll lieb. Ich freue mich, wenn ihr auch bei meinem nächsten Video zuschaut und bis dann.